Hallihallöchen und willkommen zurück, meine Lieben, zu meinem Let's Play Lego der Hobbit. Im letzten Part habe ich hier eigentlich schon angefangen, aber dann lesen wir es jetzt nochmal vor. Atemlos lebt es sich. Kalt wie der Tod schwebt es sich. Fühlt keinen Durst und doch trinkt es. Trägt ein Kettenhemd und nie klingt es. Löse das Rätsel und triff deine Wahl. Das war falsch. So. Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es. Fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und klingt nie. Und mal gucken, wir hätten hier Hähnchen. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ist mir klar, dass das falsch war. Fisch. Ich hatte jetzt einfach gesagt, ich kann die Beute so da rein tun, aber gut. Damit haben wir auch diesen Mithrilstein. Nee, nochmal verstecken werde ich jetzt nicht spielen. Also jetzt noch nicht, weil hier das Verstecken war echt ein bisschen doof. Das gefiel mir hier nicht so. Deswegen mache ich das, wenn dann schon zuletzt. Die Stimmung in dieser Stadt ist in letzter Zeit nicht besonders gut. Mein Vater erzählte mir früher immer von einem jodelnden Schild, der wirklich alle aufheitern konnte. Ob du ihn wohl finden kannst? Genau so etwas brauchen wir hier. So, wie gesagt, der jodelnde Schild würde uns jetzt nichts bringen, weil der wieder was mit einem Level zu tun hat. Ja, das wollte ich eigentlich im letzten zeigen. Aber dann machen wir das jetzt. Ich markiere mir schon mal in der Nähe das nächste. Ja, und zwar wollte ich die freien Charakter schon mal bearbeiten, bevor wir jetzt zu der Quest gehen. So. Und zwar muss ich da gucken, was das für welche waren, die uns das Richtige dafür geben. So, hier ist was verschlossen. Okay. Das sind immer unterschiedliche Charaktere von Größen her, die bestimmte Sachen machen können. Gut, nehmen wir mal einen kleinen Charakter. Genau, wir müssen jetzt hier nämlich auch erstmal welche kaufen. Deswegen kaufen wir die jetzt mal komplett. Drache. Riese. Begabe. Gorilla. So, das ist noch gesperrt. Machen wir jetzt zuerst Huhn. Gerade hier durch die Kopfbedeckung durch das Bilden. Und das ist aber auch hier unter Hüte nochmal. Genau, da haben wir die Hüte.
Vogelscheuche. V. Aber die müssen wir nämlich mit uns alle holen. So, machen wir zuerst hier Huhn. Bei der Hose bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass das so in Ordnung geht. Aber da gibt es ja nichts Spezielles zu kaufen. Kann ich die denn aber auch hier bei euch jetzt anwenden? Ja, kann ich. Gut, dann als nächstes Vogelscheuche. Es wird gesperrt, gesperrt. Ich glaube, dass die Hosen hier relativ egal waren. So ein bisschen. Oder es hier sogar spezielle Hosen zu kaufen gab. Ja, sogar wir müssen jetzt auf den großen Charakter machen, nicht auf den kleinen. Gut, dann müssen wir das Huhn gleich auch nochmal umgestalten. So. Drache. Gorilla Org. Vogelscheuche. Ja, beim Gürtel ist recht schwierig. Ist immer so. Gut, haben wir hier. Könnte man jetzt auch eingeben den Namen. So, anstatt eigener B könnte ich jetzt Vogelscheuche nehmen. Wir merken uns einfach eigener B. So, da es die Großen sein müssen, ist jetzt eigener D dran. Für Huhn. Machen wir dann als nächstes. Machen wir Ork. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auch wirklich Ork nehmen. Nicht das Falsche. Ork. Okay. So. Das sieht sehr grimmig aus. Ja, dann haben wir noch Steinriese. Und wir hätten auch noch den Drachen. Dann machen wir jetzt mal der ruhig den Drachen. Wie gesagt, ich kann euch vergewissern, das wird nicht die letzte Quest sein, wo ihr das haben werdet, wo ihr hier die Sachen raussuchen müsst. Ich glaube aber wirklich, dass die Hände so ein bisschen egal sind. So. Können wir auch mal gucken, ob wir
kurz bei dir gucken. Ich will zwar nicht, dass du die auswählst. Nee, die sind nicht egal. Okay. Gut. Und wenn es draußen ist, mal die anderen Quests weitermachen. Wo wir gerade so schön dabei waren. Der König unter den Bergen, die dumm, die dumm, dumm. Wir hatten vorhin ein nettes Liedchen, aber bevor ich es mir einprägen konnte, sind meine Mitsänger verschwunden. Sie müssen irgendwo in der Stadt sein. Sie waren zu zweit. Könntest du mir bitte helfen, sie wiederzufinden? Ja, also so eine Quest hatten wir ja schon mal mit anderen. Frische Krabben für alle. Jetzt sind es hier die Leute. Wieder gedeihen und Wälder aufhängen und Höhen. Ja, diesmal will ich euch nicht zuhören, weil wir am Ende ja eh das Lied hören. Krabben, so. Hier gibt es frische Krabben für alle. Nächste Person holen. Ohne wird neu erstrahlen, die Harfe wird neu gestimmt. Das Wald man auf seinen Fallen, die alten Lieder vernimmt. Krabben, hier gibt es frische Krabben für alle. Kollege? Hat er sich jetzt irgendwo aufgehangen? Ja, hat er. Der Prinz unter dem Hügel, dumm, die dumm, die dumm. Der Prinz unter dem Hügel, dumm, der König unter dem Berge. Kollege, was machst du denn da? Sind alle da? Vielen Dank, dass du alle hergebracht hast. Ich verspreche dir, sobald du das Lied hörst, wirst du wissen, dass es den Aufwand wert war. Der König unter dem Berge kehrt wieder auf seinen Thron. Der Ahnherr aller Zwerge, Urenkelsohnes Sohn. Und Gras soll wieder gedeihen und Wälder aufhängen und Höhen. Vom Berge die Quellen speien, Gold in die Flüsse und Seen. Die Krone wird neu erstrahlen, die Harfe wird neu gestimmt. Das Wald man aus seinen Hallen, die alten Lieder vernimmt. Schon wollen die Wasser sich röten, schon glänzen Himmel und Erd. Wenn nach Leben leiden und löten, der König wiederkehrt. Schick. Danke für das Lied. Aha. Mhm. Mithrilstein in der Nähe. Oh, schon wieder so eine Aufgabe. Ich habe ihn aber. Das hat wehgetan. Aber naja, passiert. Hier gibt es frische Krabben für alle. Ich hoffe, dass ich so halbwegs okay sitze. Ich saß gerade ein bisschen anders. Durch den Vorfall vorhin mit Minka. Am Kai geht das Gerücht, eine Gruppe Reisender führe im Schilde in Erebor einzudringen. Das ist doch verrückt. Die werden todsicher den wütenden Drachen wecken. Wenn die Bestie Amok läuft, werde ich Seestadt mit meiner treuen Steinschleuder verteidigen. Das heißt, wenn ich es schaffe, sie zu bauen, vielleicht könntest du mir helfen. Klar. Dafür bin ich doch hier. Aber nur, wenn ich Mithrilsteine kriege.
Wie immer. Ich bin auch käuflich. Zumindest hier. Größte Steinschleuder aller Zeiten. Aber wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufel Drachen. Hier, für deine Mühe. Aha. Direkt daneben eine neue Quest. Ich dachte, die Luft aus Düsterwald sei flussabwärts geströmt und es wäre nur meine Fantasie. Aber nein, die Billwisse haben unsere Boote tatsächlich gestohlen. Sieh sie dir an, sie dümpeln völlig sorglos dahin. Ich bin ein schlechter Schütze, aber jemand muss diese frechen Kröten ins Wasser werfen und ihnen eine Lektion erteilen. Aha, das ist unsere Aufgabe. Wir satteln auf und... sollen auf die armen Billwisse schießen. Ja, wie schmeckt euch das, ihr unzivilisierten Bootsdiebe? Ah, vielen Dank dafür. Die Billwisse ins Wasser plumpsen zu sehen, war den Diebstahl meiner Boote allemal wert. Sehen wir jetzt mal nach den Schäden. In den Mond schießen. So. Versteckenspiel. Schadensfrohe Spinnen. Miese Stimmung. Machen wir das. Flug. Holt euch Fisch! Kocht ihn! Sammelt ihn! Hängt ihn an die Wand! Danach können wir endlich auch mal ein paar Quests abgeben gehen, also wenn wir hier auf das Versteckspiel und so fertig haben. Können wir nämlich auch mal ein paar der Charakterquests abgeben, wo wir uns hier verkleiden müssen. Oh, mein leichtsinniger Vetter. Habe ich ihm nicht gesagt, er soll sich nicht mit den Spinnen im Wald anlegen, aber er musste es natürlich trotzdem machen. Jetzt haben sie ihn entführt und eine schreckliche Spur von Netzen zurückgelassen. Bitte, du musst ihn retten. Ich muss ihn gar nicht retten. Aber ich tu's. Kommen Sie mit, Herr Vetter. Ich wollte eigentlich nur das Spinnennetz da weg haben. Bei meinem Bach, du hast ihn gerettet. Dem Donner sei Dank, es geht dir gut. Wenn du dich das nächste Mal mit jemandem anlegst, such dir jemanden ohne riesige Verwandte in den Wäldern. Apropos, ein vorbeiziehender Elb war auf der Jagd nach einer besonders tödlichen Kreatur. Falls du ihn siehst, er könnte sicherlich etwas Hilfe gebrauchen. 85 Mithrilsteine haben wir jetzt schon. So, die beiden können wir nicht machen. Aber wir können einen Mithrilstein holen, der irgendwo da oben ist. Die Frage war nochmal, wie ich nach da oben kam. Ja, das ist gerade eine gute Frage für mich. Ich erinnere mich da wirklich dran. Wie wäre es mit hier vielleicht? Ha!
Ja. Mhm. Ah, ist wieder unten. Und auch mal den ganzen Spaß. Naja, nicht den ganzen. Ein Teil Spaß wieder. Da wollte sie einfach nicht richtig vom Seil abspringen. Ach, ich bin zu nah am Rand gegangen. Ja, ich mag dieses Seilklettern meist nicht. Da jumpt sie mir eiskalt in die Tiefe, statt dahin, wo ich es will. Nein! Was tust du? Warum musst du immer vom Seil hüpfen? Das ist nicht nett. Ob ich mich mit Legolas einen Ticken besser anstelle. Anscheinend schon. So. Dann geht's auf zu nochmal verstecken. Ich freue mich ja so. Spiel nochmal verstecken, wir waren in allen Ecken, in Fass, Schornstein, Kiste und Boot. Spiel nochmal verstecken. Ich will eigentlich nicht nochmal verstecken spielen. Ich hab das schon das erste Mal nicht gemacht. Ihr entgeht nichts. Ach ja. So, der erste wird zurückgebracht. Fallen Sie doch nicht weiter runter. Wenn ich mich erinnere, war die dritte Person irgendwo oben. Was ich total furchtbar fand. Hast du jetzt schon gezählt? Scheint so zu sein. Ach ja, hallo Jerry, Schatz. Ich glaube, das war so, dass die sich irgendwo oben versteckt hat. Ich weiß noch nicht mehr, wo oben. Wie gesagt, es muss irgendwo sein, wo ich auch dran komme, das ist klar. Da an den mittleren komme ich definitiv nicht dran. Da hinten steht auch jemand. Lass mich hinunter, bitte. Mhm.
Sammelt ihn! Hängt ihn an die Wand! So, da ist es auch nicht. Da hat jemand ziemlich Zuckungen. Krabben! Hier gibt es frische Krabben für alle! Es ist schön, dass es da frische Krabben für alle gibt. Ich suche aber gerade eins der versteckten Kinder. Jetzt ist es schon mal nicht. Oh, da war Wasser. Gut, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Sagen wir mal so, ich hab's nicht gesehen. Hui, das war knapp. In den Gebäuden sind die niedriger, ne? Das wäre unfair für einen. Ach, dieser letzte blöde Junge. Junge oder Mädchen oder was auch immer. Also wie gesagt, hier rüber kann es mir nicht folgen. Es muss irgendwo ein Weg sein, wo du ihm auch einfach folgen kannst. Also wo er mir auch einfach folgen kann. Von euch habe ich ja. Da war eine Lücke. Fehlt zum Henker eine dritte Person. Mich zwar schon gefreut für die Leute, die hochkommen. Aber gut. Überlegen, wo der sich verkrochen hat. Jerry, du liegst auf meinem Handy. Schrägstrich auf meinem Timer. Scheint anscheinend bequem gewesen zu sein. Tja. Ist jetzt doof, wo ich den jetzt nicht so finde.
Der sitzt jetzt leider nirgendwo hier um die Ecke. Hier gibt es frische Krabben für alle. Du bist es auch nicht. Hier sitzt auch niemand. Hier ist auch niemand. Ich will mal kurz noch gucken. Wenn wir hier hinten runtergehen. Ach nein, das ist auch nur so vom Licht aus. Pfeil. Hier oben ist er aber auch nicht. Findet noch jemand, dass der Meister einem Maulwurf ähnelt? Steht er etwa hinter mir? Ich weiß gar nicht, von welchem Meister du sprichst. Gerade er dabei zu verzweifeln an einem blöden Versteckspiel. Ne, da ich jetzt gerade echt keine Ahnung habe. Muss ich ehrlich sagen. Beende ich jetzt hier erstmal den Part. Mal gucken, ob ich die Erleuchtung im nächsten Part habe. Bis dann, Chinelliebchen.